Untote. Mann, fick dich, du scheiß Skelettkopf, komm her. Es kommen immer mehr, oder? Ich muss doch gleich die Aufnahme hier beenden. Die Scheiße. Achso, diese GP sind mal Lebenspunkte sozusagen, okay? Scheiße. Was spuckst du mich an, du Feuerbastard? Oh nein, jetzt ist das über 11 Minuten. Ach, fick dich. Jetzt muss ich das weitermachen. Ich wollte noch speichern, Mann. Ach, Mann. Egal, jetzt speichere ich mal. Sorry, Leute, aber ich muss jetzt das weitermachen. So ist es halt. Daten. Speichern. Ich habe ja über 11 Minuten, ich kann nichts dafür. Was soll man machen? Deswegen mache ich jetzt bis 20 Minuten und dann beende ich die Aufnahme. So ist es halt. Damit müsst ihr jetzt leben. Haha. Ahahaha. Haha. Okay. Also ich habe jetzt gespeichert, oder? Ja, ich habe gespeichert. Okay. Karte. Jetzt nach oben. Ey. Sag jetzt nicht, die Monster kommen jedes Mal. Scheiße. Achso, das ist der Fluchtweg. Oder was ist das? Das wird ein hartes Stück Arbeit hier. Und komm her. Komm her, du scheiß Fledermaus. Ey, wie viele Fledermäuse wollen noch kommen? Hast du das noch einer? Okay. Okay, das haben wir jetzt geklärt. Und was gibt's hier? Okay. Ich gehe jetzt aber mal weiter. Und tue so, ob ich das nichts gesehen habe. Wir müssen also sowieso noch zu diesem alten Macker. Ich kann mal mich so den Weg durch hier. Und lass mich durch. Und so. Kann ich dabei auch noch ein paar Monster töten. Und da ist der Macker. Jetzt reden wir mit ihm. Also gut, dich wiederzusehen. Zeigen. Objekte. Nein, was dann? Zubehör. Kopf. Derzeit hast du. Ja, okay, dann muss ich wohl das geben. Nicht schlecht, Kindchen. Jetzt zeige ich dir den Weg hier raus. Okay. Ein Weg führt von hier zu den Feldern. Folge diesen, soweit es geht. Du wirst in einer geheimen Kammer unterhalb des Friedhofs ankommen. Wenn du diesen Kammer verlässt, kommst du auf den Friedhof voraus. Ja. Den Schlüssel habe ich irgendwo auf dem Friedhof versteckt. Bei welchem Grab willst du wissen? Das musst du schon selbst herausfinden. Mann, sag doch irgendwas dazu. Lass uns gehen, Roxas. Wir sind bald wieder frei. Okay. Dankeschön. Speichern wir mal zur Sicherheit. Speichern. Das haben wir jetzt auch geklärt. Das mit dem Hut und dem alten Mann, der uns nichts Wichtiges gesagt hat. Der alte Sack. Yes, yeah, okay. Super Saiyajin. Und welchen Weg muss man gehen? Ich gehe mal erstmal die unteren, vielleicht gab's da irgendwas. Warte, da zeigt doch gleich, ob da ein Weg ist. Nein, da ist kein Weg, dann muss ich den oberen. Dann müssen wir wohl den oberen. Und weg hier. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft.
Okay, was sind das für Gegner denn? Oh nein! Nicht ihr Teile! Ihr scheiß Spasti-Teile, kommt her! Euch analysiere ich mal. Aha, ihr habt Kupfer, ihr Bastarde, deswegen. Ihr heißt ein Mool. Berühmter Mool. Verdammter Mist. Inhalt. Charaktere, wir müssen immer gucken, wen wir was geben. Ich gebe ihm mal Stein. Weiter. Wir brauchen mal. Ah, wir müssen. Was? Sie hat auch noch Kupfer. Aha. Aha, aha. Okay. Komm du her, du hierher. Und jetzt gebe ich dir mal das hier. Bringt es dir was? Du hast. Ja, okay, hab's verstanden. Nein, okay. Jetzt gehen wir mal. Warte, was war. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, Monster. Bestie. Okay, das haben die. Und Kupfer kannst du gleich mir geben. Und jetzt sind das nur normale Mools mit komischen Teilen. Okay, jetzt töte ich euch, ihr scheiß Bastarde. Ihr habt mir so viele Probleme ge... Was? Hä, warum waren die jetzt tot? Ach so, mit Einschlag seid ihr schon tot, ihr Bastarde. Kommt her. Massaker. Ich räche mich jetzt für alles, was ihr getan habt. Okay, ich habe mich gerecht. Super, meine Vendetta habe ich geschafft. Okay. Langsam gefällt mir dieses Spiel, aber richtig. Das macht süchtig. Und was ist das denn? Ein Skelett, das sieht ziemlich alt aus. Ach nee. Schwör mal, und wieder die Zahl 666. Das muss die Tür sein, die der alte Afro gemeint hat. Boxer, lass uns nach oben gehen und diesen Schlüssel finden. Aha. Okay. Erstmal alles analysieren. Irgendwas verbreitet einen Gestank. Pass auf, du kriegst den Geruch ab. Okay. Wo sind die gerade runtergegangen? Ach so. Aha. Okay, irgendwas mit Geliebte. Liebe Frau Cornelia. Und du? Bei uns wirst du nie vergessen. Okay. Nun ruft sie samt. Ja, okay. Und da. Aha. Ich hab's gefunden. Und analysieren diesen Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Gut, hast du den Schlüssel? Dann lass uns schnell aus der Stadt und in den Wälder verschwinden. Wir müssen Milili und die anderen finden. Wer ist das denn? Milili ist ein weiterer Geist aus dem Buch der Prophezeiung. Das habe ich wohl noch gar nicht erwähnt. Insgesamt gibt es 4 Geister in dem Buch der Prophezeiung. Milili, Geist des Waldes. Man weiß nie, was diese arglose Mädchen denkt. Naiki, ein Eisgeist, die ist ziemlich eisig und verbittert, ist irgendwie klar. Ur heißt der Blitzgeist, er ist ziemlich schlau, aber er belehrt gerne andere. Und zu guter Letzt der großartige Feuergeist Rempo. Hast du das alles verstanden? Yep. Und wenn diese Ketten nicht wären, könnte ich unglaublich mächtig freisetzen. Was soll's? Also gut, lass uns gehen. Und noch eine Minute, dann muss ich die Aufnahme beenden. Nein, aber ich speichere erstmal. Zur Sicherheit. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt unbedingt sein. Daten wurden gespeichert. Ich habe jetzt mich an den komischen Mools gerecht und alles. Ich habe meine Vendetta geschafft. Okay, gut, jetzt benutze den Schlüssel. Schlage die Schlüsselseite auf und berühre sie. Nein. Objekte. Schlüssel. So. Ja, verwenden. Okay, die Tür ist auf. Wo landen wir denn jetzt? Wo landen wir denn jetzt? Okay. Ach so, dieser Tunnel. Kapitel 2, Waldgeist. Wir sind schon im zweiten Kapitel, super.
Das Spiel geht ja ganz schnell vorbei. Oder nicht? Gucken wir mal. Wenn der Waldengel aus dem grünen Wald kommt, werden die ausgehungerten Horden das Land verwüsten. Die Menschen werden von einem großen Krieg verschlungen. Und ich muss gleich die Aufnahme hier beenden. Ja, ich beende jetzt die Aufnahme. Tschüss.